Ja, ich sag mal wieder hallo, liebe Leute. Wir befinden uns hier in der Scherbenwelt und zwar liegt hinter uns Kirinvar. Ich zeige euch das eben auf meiner Karte. Ups, was ist das? Finde ich sehr lustig. Warum blendet er mir die Scherbenwelt nicht ein? Ja, finde ich sehr toll. Quatsch, nach Drehnor wollen wir nicht. Da ist die Scherbenwelt. So, hier ist der Nethersturm und ihr seht ganz im Süden, da unten befindet sich Kirinvar. Und da möchte ich euch etwas zeigen. Ein kleines Schiff ist hier gestrandet und hat den Anker hier in die Luft gelegt. Ja, hier fliegen ja immer Felsbrocken durch die Gegend. Beziehungsweise hängen Felsbrocken in der Luft. Und ich finde es wirklich total witzig, wenn man hier drauf langläuft. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Man läuft hier wirklich wie besoffen durch die Gegend. Seht ihr schon, das schwenkt hier teilweise. Ja, fand ich total witzig. Probiert es bitte einfach mal aus. Hier kann man auch noch unter Deck gehen. Und zwar hier hinten. Das werde ich jetzt aber nicht machen. Könnt ihr selber tun. Da ist nichts weiter. Es ist halt, ich brauche Flugmount. Das ist einfach nur sehr witzig, hier drauf lang zu laufen. Ja, ich habe hier auch noch ein bisschen mehr entdeckt. Was ich total witzig finde, ist eigentlich diese Steine. Die sehen teilweise echt aus wie Schlangenköpfe, finde ich. Da kommt noch einer. Also die haben für mich echt voll die Schlangen. Also irgendwie ein Gesicht. Nase. Der Mund. Und hier links und rechts die Augen. Und hier so Wangen halt lang. Also fand ich richtig witzig. Da auch. Und die sehen irgendwie alle so aus. Ne? Hier, das ist richtig eine Nase. Da mit den Nasenlöchern hier. Links, rechts. Der Mund. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder reiner Zufall, keine Ahnung. Ja, und irgendwie sehen die für mich teilweise ein bisschen aus wie Schlangen auch. Oder Schildkröten oder wie auch immer. Müsst ihr euch mal selber anschauen. Ja, ich hoffe, ich finde jetzt noch das andere, was ich euch hier zeigen wollte. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Irgendwie will's nicht. Vielleicht bin ich auch schon dran vorbeigeflogen. Ganz gespannt, ganz gespannt. Nee, also das, da sind wir schon zu weit. Da hinten das zum Beispiel, ne? Das hier sieht aus für mich wie ein Schlangenkopf. Ja, für euch vielleicht nicht. Man braucht etwas Fantasie dafür. Ja, also ich habe auch noch ein kleines Anliegen an euch. Ich mache ja jetzt schon eine ganze Weile diese Videos mit WoW-Orte, die kaum einer kennt. Und ich hätte eigentlich ganz gerne mal so ein bisschen Feedback von euch. Das heißt, ich würde mich echt freuen, wenn ihr ein bisschen Kritik an meinen Videos üben würdet. Egal ob positiv oder negativ, denn dann weiß ich so in etwa, ja, ob es euch überhaupt Spaß macht, das zu schauen, was ich hier mache. Ja, hier sind wir ja schon mal bei dem nächsten angekommen, was ich euch zeigen möchte. Das ist hier praktisch eine Grabstätte. Das habe ich auch schon mal in einem Video von mir gezeigt. Und zwar in der Grand befindet sich ein Friedhof. Den fand ich sehr ungewöhnlich. Da befindet sich halt auch so ein. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das sieht sehr außerirdisch aus. Da leuchten auch Buchstaben drauf. Könnt ihr gleich sehen. N, V, ein O, ein A. Also entweder heißt es Nora oder Nura. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also entweder liegt hier wieder irgendjemand begraben, der an diesem Spiel viel teilgehabt hat. Das macht ja Blizzard auch ganz gerne, dass die dann irgendwo Gedenkstätten für Leute, also Mitarbeiter oder sonstiges aufstellen.
Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Ja, also wie gesagt, ein bisschen Feedback würde ich mich sehr drüber freuen, egal ob positiv oder negativ. Ich mache diese Videos ja ausschließlich aus Spaß an der Freude und um euch etwas zu zeigen. Ich möchte damit kein Geld verdienen und ich lege es auch nicht darauf an, möglichst viele Abonnenten zu haben oder möglichst viele Daumen nach oben. Nein, das, darum möchte ich nicht betteln. Ich möchte einfach nur gerne mal wissen, wie ihr meine Videos findet. Okay, und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Nizi.